Saudi-Arabiens König Salman bin Abdelaziz Al Saud hat den Iran vor einer Einmischung in Konflikte im Nahen Osten gewarnt. Die Führung in Teheran dürfe die Lage etwa im Bürgerkriegsland Jemen nicht destabilisieren, sagte Salman bei einem Staatsbesuch in Russland. Seine tausendköpfige Delegation belegt die Nobelhotels in Moskaus Innenstadt. Wir sind sehr froh, Sie hier zu haben, Hoheit. Es ist der erste Staatsbesuch eines saudischen Königs in Russland. Ich bin sicher, dass Ihr Besuch den Beziehungen zwischen unseren Ländern einen ordentlichen Schub gibt. Ich bin Ihnen dankbar, Herr Präsident, für den herzlichen Empfang. Wir freuen uns, in Ihrem freundlichen Staat zu sein. Wir arbeiten an der Stärkung der bilateralen Bindungen im Interesse des Friedens, der Sicherheit und der Entwicklung der Weltwirtschaft. Nach Einschätzung von Experten versucht Russland im Nahen Osten, das außenpolitische Vakuum zu füllen, das die USA in der Region hinterlassen haben. Russland ist in Libyen, Jemen und im Irak aktiv. Vor 2 Jahren griff es mit einer Militäroperation in den Syrienkrieg ein. Russland und Saudi-Arabien stehen für ein Viertel der weltweiten Ölproduktion.